Diesmal ist alles anders, so lautet das inzwischen schon fast allgemein verbreitete Mantra zur Erklärung dessen, was an den Aktienmärkten passiert. Die werden nur steigen, denn die Notenbanken, die pumpen Geld und Geld in die Märkte. Dementsprechend kann es gar nicht nach unten gehen. Dementsprechend ist das, wie ein Kommentator auf meinen YouTube-Videos immer sagt, die Gelegenheit des Lebens für Investments. Und ich versuche in diesem Video mal ein bisschen zu beleuchten, was an dieser These dran ist. Diesmal ist alles anders und vor allem die sich ausweitende Differenz zwischen dem, was jetzt gerade abläuft, auf der einen Seite nämlich in der Realwirtschaft und auf der anderen Seite an den Finanzmärkten ein bisschen zu skizzieren, und dass der Druck aus der Realwirtschaft dann auf die Finanzmärkte übergehen könnte, so meine These, die ich da entgegenhalte, denn es ist so, dass diese Notenbankpolitik faktisch der Wirtschaft gar nichts bringt, sondern nur den Kapitalmärkten, und das wird irgendwann ein echtes gesellschaftliches Thema, weil man zeigen kann, das wirkt überhaupt nicht, das, was die Notenbanken da machen, das ist sozusagen die Vergrößerung der Ungleichheit. Diejenigen, die besitzen, die reich sind, die werden noch reicher, die anderen haben nichts davon. Es ist also eine große Umverteilung von Vermögen. Schauen wir uns zunächst mal ja den maßgeblichen Treiber dieser Rallye der Aktienmärkte an. Das ist die Geldmenge M2. Die ist natürlich explodiert, gar keine Frage. Und wir sehen, dass der S&P 500, dass die Aktienmärkte insgesamt auf diese Explosion natürlich reagiert haben, weil sie sagen, Liquidität ist das, was zählt. Das ist das, was die Geschichte hier richtig schmackhaft macht. Aber wir haben nach wie vor ein Problem, nämlich die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, Velocity of Money. Das heißt, in der Realwirtschaft kommt dieses Geld gar nicht an. Und das zeigt sich hier auch zum Beispiel in der Form der Kreditvergabe, die in den USA deutlich restriktiver geworden ist. Das heißt, das, was die Fed macht, nämlich die Ausweitung der Geldmenge, das hat mit der Realwirtschaft relativ wenig zu tun. Das hat mit dem amerikanischen Konsumenten relativ wenig zu tun, denn der bekommt inzwischen immer schwerer Kredite von der Bank, weil die Anforderungen der Banken hier deutlich steigen, weil die sagen, naja, die Wahrscheinlichkeit, das Risiko, dass derjenige hier arbeitslos wird, dass die Situation hier gefährlich für uns ist, dass wir unser Geld nicht wiedersehen, wenn wir diesem Menschen hier Geld leihen, die ist deutlich gestiegen. Und das heißt, wir haben ein weiteres Auseinanderklaffen zwischen dem, was auf dem Boden der Wirtschaft der Fall ist, und dem, was sozusagen im Land der Schwerelosigkeit an den Finanzmärkten der Fall ist. Diesmal ist alles anders. Das Gesetz der Schwerkraft gilt nicht mehr. Bewertungen gelten nicht mehr. Aber wenn aus der Realwirtschaft sozusagen das Futter nicht mehr kommt, wenn die Unternehmen nicht mehr das Geld verdienen, weil die Konsumenten nicht mehr konsumieren, dann ist auch diese Schwerelosigkeit, in der sich die Aktienmärkte derzeit befinden, wohl ein vorübergehendes Thema. Wir sehen schon, dass die Stimmung ja in den USA, in den Köpfen der Main Street ein bisschen schlechter geworden ist. Das liegt daran, dass das real verfügbare Einkommen gesunken ist. Das heißt, wer weniger Einkommen hat, der kann auch weniger konsumieren. Das sind jetzt eben diese Prozesse, nachdem der Stimulus nicht kommt, diese Einigung zwischen US-Demokraten und US-Republikanern nicht kommen. Und wir haben gestern das Verbrauchervertrauen gesehen, wo eben diese Verbraucherstimmung der Amerikaner deutlich abgestürzt ist, vor allem was die aktuelle Lage betrifft. Der Scheck kommt nicht, der nächste Scheck, während die Wall Street noch himmelhoch jauchzend unterwegs ist. Und normalerweise gibt es ja diese Korrelation zwischen Bewertungen der Aktienmärkte und dem der Stimmung der Verbraucher, der Stimmung sozusagen insgesamt gegenüber Wirtschaft und Zukunft, könnte man sagen. Ich hatte diese Grafik gestern schon gezeigt. Um zum aktuellen Geschehen zu kommen. Wir haben in Asien zunächst mal jetzt eine, naja, eher mäßige Entwicklung der Aktienmärkte, und das, obwohl die Wall Street gestern wieder mal beim S&P 500 und beim Nasdaq auf Allzeithoch geschlossen hat. Wir sehen leicht negative Vorgaben beim Nikkei, bei den chinesischen Aktienmärkten, und wir sehen interessanterweise, dass die Renditen für Staatsanleihen steigen. Die 10-jährige US-Staatsanleihe jetzt bei 0,71%. All das noch nicht wirklich große Sprünge in der Rendite, aber doch auffällig. Und wir sehen, dass normalerweise die Aktienmärkte ziemlich eng, genauso wie der Goldpreis, by the way, ziemlich eng korrelieren mit der sogenannten realen Rendite. Die reale Rendite ist praktisch die Rendite respektive der Zins, den man für Staatsanleihen bekommt, minus Inflation.
Und wir sehen also jetzt, dass die Renditen steigen für Staatsanleihen schon deswegen, weil eben wahnsinnig viel vor allem von den Amerikanern auf den Markt geworfen wird. Da sind Emissionen gigantischen Ausmaßes der Fall. Gestern auch wieder eine sehr gut verlaufene Auktion zweijähriger US-Staatsanleihen mit starker Nachfrage. Aber insgesamt kommt eben sehr viel Angebot auf den Markt, was dafür sorgen kann, dass die Renditen eben wieder steigen. Was bedeuten würde, wenn das so weitergeht, dass dann sozusagen der Realzins weniger negativ wird. Und wir sehen, dass hier schon derzeit der Fall, dass die reale Rendite hier invers dargestellt für eine 10-jährige US-Staatsanleihe jetzt wieder gestiegen ist. Zwar nach wie vor im negativen Bereich, ist aber jetzt wieder unter minus 1% ist. Und normalerweise reagiert Gold, reagieren die Metalle darauf, reagieren aber auch eben die Aktienmärkte darauf. Deswegen der Anleihenmarkt sehr wichtig in der Beobachtung. Nun ein kleiner Ketzerchart, der vergleicht das Jahr 1929 bis 32 und mit der heutigen Situation, da hatten wir dann auch einen sehr scharfen Einbruch Ende der 20er Jahre. Dann ging es sehr, sehr impulsiv nach oben, nicht ganz so impulsiv wie derzeit, aber es war dann erstmal Schluss mit Party. Kann sich derzeit keiner vorstellen, dass die Kurse jetzt nicht ewig weiter steigen. Das zeigt ja auch diese Mentalität, dass diesmal alles anders ist. Das ein kleiner freundlicher Gruß an die Bullen, dass es zumindest historisch mal anders war und dass man diese Möglichkeit vielleicht mitdenken sollte, obwohl wir im Zeitalter der Tech-Giganten leben. Hier mal die Marktkapitalisierung von Tech-Werten blau gekennzeichnet im Vergleich zu 2005. 2005 hatten wir noch große Konzerne wie Exxon aus dem Energiesektor, die ganz dominante waren. Inzwischen ist nur Saudi Aramco der einzige Energiekonzern, der noch eine Rolle spielt. Alles andere ist Tech von Apple über Amazon, über Microsoft und Konsorten. Und vielleicht sollte man angesichts dieser Situation und angesichts dieser Überkauftheit, dieser maßlosen Überziehung von Bewertungen, gerade bei diesen großen Tech-Werten, Beispiel Apple, mal drüber nachdenken, dass man jetzt Value kauft und Growth verkauft. So sagt hier zum Beispiel ein Analyst, der sagt, diese Geschichte ist zu überreizt, wir kaufen jetzt eben die langweiligen, die dividendenstarken Titel, statt uns sozusagen weiter zu tummeln in diesem Tech-Sektor. Und vielleicht abschließend noch interessant finde ich, dass die Trump-Administration jetzt wohl den Umgang der Chinesen mit den Uiguren als Genozid bezeichnen wird und das könnte ein paar lustige Konsequenzen haben. Schauen wir uns ein paar Charts an. Abschließend, meine Damen und Herren, alle auf 4-Stunden-Basis. Was wir hier sehen, ist der DAX gestern nach oben, dann aber schwächer geendet auf 4-Stunden-Basis in die Charts von Capital.com. Und es ist nach wie vor, wenn man so will, eine Seitwärtsbewegung beim deutschen Leitindex. Der S&P 500 gestern mit neuem Hoch, jetzt bei 3.445, Dow Jones gestern schwächer, Nasdaq wieder mal stark, 11.741. Der Blick auf Gold, das ist bei 1.920, perlt so langsam ab, ohne ganz großen Druck noch unten zu bekommen, aber die reale Rendite, wie gesagt, ist hier ein Thema und der Euro-Dollar bei 1,1816. Das soll es erstmal gewesen sein. Diesmal ist sicherlich alles anders, meine Damen und Herren. Bewertungen spielen keine Rolle mehr. Es wird jetzt ewig nach oben gehen. Alles andere ist ja kaum vorstellbar aufgrund der Politik der Notenbanken. Das ist das Mantra, das wahrscheinlich sich als falsch herausstellen wird. Aber es ist nicht einfach sozusagen hier gegen dieses Mantra zu argumentieren, weil dann immer sofort kommt Permabär, der ist ja immer negativ. Nein, ich versuche einfach nur die Dinge und die Spleens einer Zeit auf den Punkt zu bringen und die Zukunft wird wahrscheinlich zeigen, dass wir derzeit in einem Spleen sind, wenn man eben sagt, Bewertungen spielen keine Rolle. Jetzt einen guten Start in diesen Handelstag. Servus und ciao.